Das Herz als Wohnstätte Gottes. Euer Herz soll mir eine Wohnstätte werden. Ihr selbst sollet es so zubereiten, dass ich selbst darin Aufenthalt nehmen kann und nun in euch verbleibe, ewiglich. Ihr sollet alles daraus entfernen, was ungöttlich ist, denn ich will allein herrschen in euch, weil ihr dann nur meiner Liebe zu euch inne werdet, so ihr völlig frei seid von fremdem Einfluss, so ihr mir allein gehöret. Ich will in euch wohnen und euch nun voll und ganz in meine Obhut nehmen. Ich will euch lenken und führen. Ich will euch belehren und anregen zur Liebetätigkeit. Mein Geist will in euch wirken, auf dass ihr ewig selig werdet. Und also wisset ihr, was ihr tun sollet, um selig zu werden. Eine ständige Säuberungsarbeit an euch selbst vornehmen, auf dass euer Herz mir eine Wohnstätte werde. Ihr sollet in euch gehen und euch selbst ernsthaft prüfen, ob in euch Untugenden und Fehler sind, die euer Herz unwürdig machen, mich selbst darin aufzunehmen. Ihr sollet den festen Vorsatz fassen, anzukämpfen, gegen jene und vor allem mich um Hilfe zu bitten, dass ihr in diesem Kampfe nicht erlieget, dass die Untugenden und Fehler euch nicht zu Fall bringen und ihr dadurch meine Gegenwart in euch verwirket. Ihr müsstet mich um Beistand bitten, denn zum Kampf, wider das Böse, seid ihr allein zu schwach. Ihr könnet nichts tun ohne mich, und ihr werdet alles vollbringen können mit meiner Hilfe. Denn eure Willensschwäche nützet mein Gegner, und ihm seid ihr wahrlich ausgeliefert, so ich euch nicht helfe, weil ihr zu schwach seid. Und so müsstet ihr in ständigem Gebet bleiben um Hilfe, wider den Einfluss eures Feindes. Und dieses Gebet wird euch wahrlich die Kraft eintragen, euch von ihm frei zu machen. Ich selbst will mich ihm stellen, und er wird fliehen vor mir. Er wird wohl mit einer großen Schar der Finsterlinge wiederkommen, so wie ihr euch schwach zeiget. Doch er wird euch nicht mehr beherrschen können. Ich werde ihm den Einfluss verwehren, solange ihr mich und meine Liebe ersehnet. Solange ihr wünschet, dass ich selbst in euch weile. Und so sollet ihr immer beten. Führe uns in der Versuchung und erlöse uns von allem Übel. Ihr sollet immer mich anrufen und durch diesen Ruf euer Verlangen nach meiner Gegenwart beweisen. Und kein Ruf, der eurem Seelenheil gilt, wird ungehört an meinem Ohr verhallen. Dann werde ich in euch sein können und bei euch verbleiben. Dann wird mein Geist in euch wirken können. Er wird euch Licht bringen, und im Licht könnet ihr euch dann nimmermehr verirren. Im Licht werdet ihr auch stets erkennen, so etwas Feindliches an euch herantritt, und ihr könnet diesem dann mit einer sicheren Waffe entgegentreten. Ihr könnet meine Kraft ihm entgegensetzen, die alles besiegt, weil ich selbst es nun bin, der in euch lebet und regiert, bis in alle Ewigkeit. Amen.